mich nervt. Mich nicht. Du willst dich auch nerven lassen. Nee, Cut. Nee, nicht Cut. Das dürfen die Zuschauer ruhig wissen. Nein, der nervt das einzige, nicht. Der einzigste Nachteil hier im Fendt, also wir sind super zufrieden mit unserem Fendt, ne? Die Aufteilung ist gut, aber das einzigste, was nervt, ist der Tisch. Der müsste wirklich wie beim Wohnmobil feststehen und dass man den nach vorne und zur Seite, also zu allen Seiten schieben kann, damit man gescheit dahinter kann, weil wir müssen jedes Mal den Tisch verschieben und der schrammt irgendwie hier unten auf unserem schönen Fußboden. Und während der Fahrt müssen wir den auch immer runterklappen, das nervt auch. So, jetzt, das wollte ich nur mal sagen. Guten Morgen, guten Morgen, liebe Zuschauer und Campingfreunde hier aus unserem kleinen Camping, Wintercampingurlaub bei Bad Iburg. Ja, im Teutoburger Wald. Ja, wir hatten die ganze Nacht die Heizung am Laufen. Die ist sehr ruhig. Die ist auch nur ganz selten angesprungen. Alle Stunde vielleicht mal für 20 Sekunden. Wie viel Grad hattest du die stehen? 20. 20 Grad, ja, wir haben auch, also gefroren haben wir nicht. Aber ich muss dazu sagen, wir hatten auch ein Elektroheizgerät auf kleiner Stufe an. Das ja. heißt mit 700 Watt durchgehend ja. an. Ja, das, wenn man schon mal Strom hat oder mitbezahlen muss, kann man sich den Luxus auch leisten und ein bisschen Gas sparen. Ne? Ja, ansonsten, heute Morgen, als ich erst mal aus dem Fenster guckte, war alles weiß. Das war so vor 7 Uhr, glaube ich, ne? Jetzt haben wir schon 10:30. Jetzt ist alles wieder weg. Ist richtig Schmuddelwetter. Dann wollen wir mal frühstücken. Wir waren schon fleißig. Wir haben Brötchen im Omnia aufgebacken. Kaffee gekocht, Eier gekocht. Ja, jetzt haben wir auch ein richtig schönes Luxusfrühstück. Ne? Ja, ist alles da. Ist alles da. So, wir verabschieden uns jetzt und frühstücken in Ruhe. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tot later. So, im Nebel zeige ich euch jetzt mal den Campingplatz. Hier handelt es sich um einen sehr ruhigen Campingplatz, wo Erholung großgeschrieben wird. Im Jahre 1963 wurde hier auf dem herrlichen Grundstück der Campingplatz aufgebaut. Inmitten einer wunderschönen Natur im Teutoburger Wald. Seit 1999 führt der Sohn Eberhard liebevoll den Platz. Mit seiner Lebensgefährtin Heike bemühen sie sich jeden Tag, um den Gästen einen schönen Aufenthalt zu bieten. Der Platz liegt ca. 170 Meter über Normalnull und hat eine Südhanglage. Es gibt 60 Touristenplätze, ca. 80 bis 100 Quadratmeter groß. Alle haben Strom. Dann gibt es 170 Jahre Standplätze und die ganze Fläche beträgt ca. 8 Hektar. Der Platz ist ganzjährig geöffnet, sehr hundefreundlich und bietet hier auch noch so Schlafwagen an und so kleinere, ja, Hühnerstall und Entenstall nennt sich das. Hier sah man gerade eine Wasserzapfstelle. Ja, am Anfang des Platzes ist auch die Müllentsorgung und hier sieht man gerade die kleine Anmeldung. Ja, hier kommt man reingefahren. Rechts geht's rum zum Restaurant und zu den höheren gelegenen Plätzen. Links konnte man dann auch zum Campingplatz. Ja, hier sieht man das Restaurant, das Holperstübchen. Das ist verpachtet und hat im Winter nur am Wochenende auf. Das Essen ist köstlich. Und Eberhard und Heike sind auch manchmal hier. Das sind die lieben Besitzer hier vom Campingplatz. Sehr freundlich. Man bekommt direkt Infos für Wanderungen oder Material mit tollen Wanderkarten und
Ausflugsmöglichkeiten. Ja, das Restaurant sieht richtig einladend aus. Man kann auch nachmittags Kaffee und Kuchen bekommen. Ja, und jetzt geht's mal weiter zum Fachwerkhäuschen. Dahinter könnt ihr euer Chemieklo leeren. Für Wohnmobile gibt es keine direkte Entsorgung, es sei denn, man hat einen Schlauch dabei. Dann könnte man hier das ablassen. Und ansonsten gibt es in der Nähe zwei Stellplätze, da kann man kostenlos entsorgen. Hier sieht man nochmal den Platz. Ja, und jetzt gehen wir mal eben kurz ins Sanitärgebäude. Das ist jetzt im Winter nur halb geöffnet. Es ist aber schon getrennt, Männer und Frauen. Die Räume sind beheizt, die Duschen großzügig und werden gemünzt. Alles tippitoppi sauber. Ja, hier sieht man noch eine Abspülmöglichkeit. Der Raum ist auch beheizt. Und eure Wäsche könnt ihr hier auch waschen und trocknen. Der Raum ist auch beheizt. Ja, und dann gibt es hier draußen auch noch so eine Spülstelle. Die ist nicht beheizt, aber hier kann man auch noch Bücher tauschen. Man bekommt noch Infos. Und hier die Wanderkarte. Viele Wege gehen direkt vom Platz aus. Die Städte Bad Iburg, Lienen und Hagen am Teutoburger Wald liegen ca. 5 Kilometer entfernt. So, jetzt noch ein Drohnenflug, ein kleiner, damit ihr die Sicht von oben habt über den Campingplatz. So, ja, hallo. Hallo. Wir sind jetzt doch aufgebrochen nach dem Frühstück bei diesem Schiedwetter und laufen. Regnet's? Nein, so schlecht ist das Wetter nicht. Nö, ist aber so grau. Ist halt Winter. Keine Tag. Sonne. Aber wir haben ein bisschen Schnee. Ganz wenig. Ich zeige euch das. Da. Reste von der Nacht. Ja, wir nehmen euch mal mit. Ein kleines Päuschen. Mein Gott, was eine Matsche hier. Das ist der Hermanns Höhenweg jetzt da runter oder hier da weiter. Ja. Ja, ich sag ja, wir sind hier oben jetzt auf dem Kamm, ne, vom Teutoburger Wald. Der ganze Kamm. Kamm entlang, ja. Geht ja bis, ne, von Osnabrück bis unten Bad Meinberg oder so. So, da oben sind Schilder. Wir wollen noch 1,1 Kilometer laufen bis zum Male Pathos. Da gibt es eine schöne Aussicht und da kann man einkehren. So. Das ist eine Waldschenke. Eine Waldschenke. Die schon los hat. Etwas weiter gibt es noch ein Waldschlösschen. Und ein Wasserfall. Aber wir laufen auf jeden Fall darunter, ne? Ja.
eine junge Eiche. Wunderschön. Irgendwann entsteht hier ein neuer fester Baum. Guten Abend. Heute gibt es Lasagne. Und dazu brauchen wir rote Paprika und eine Zwiebel. Genau. Wir machen aber Lasagne im Omnia, ne? Ja, man muss ja alles ausprobieren. Für die Lasagne brauchen wir 1 Pfund Hackfleisch. Das brate ich jetzt krümelig an. Mit Salz und Pfeffer. Ja, man schnibbelt die Zwiebel klein und die Paprika. Man könnte auch statt Paprika Champignons nehmen. Mhm. Das geht auch. Ja, Hermann hat jetzt die Zwiebeln geschält und in Streifen geschnitten. Und das Hackfleisch sieht auch schon gut aus. Jetzt kommen die Zwiebeln da mit rein. Lassen wir noch ein bisschen dünsten. Wir gleich die Paprika. Ja, genau. So, jetzt kommen die Paprika dazu. So, dann wird schon schön angeschmort. Ja. Riecht auch schon sehr gut. Ja, wir haben hier keine Absaugung dran, aber wenn man das Küchenfenster aufmacht und oben die Dachluke, dann klappt das sehr gut. Schlafzimmerbereich haben wir jetzt abgetrennt, damit das da auch nicht so riecht, aber wir lüften nachher nochmal alles ordentlich, ne? Da fehlt Wasser, Flüssigkeit. Ja. So, für die schnelle Lasagne aus dem Omnia benötigen wir Paprikasoße aus dem Glas. Ja, man könnte auch alles nehmen. Mache ich gleich nochmal sauber. Und dann brauchen wir eine Champignonsoße. Wir haben noch ein bisschen Wasser hier reingegeben ins Glas und verdünnen das einfach etwas mit Wasser und rühren das Ganze jetzt um. Dann kommt da noch ein Becher Sahne rein. Das wird die schnelle Lasagne. So, einmal ein bisschen aufkochen lassen. Und dann kümmern wir uns mal um diese Lasagneblätter und den Omnia, ne? Ja. So, wir haben jetzt eine halbe Packung Lasagne genommen. Die werden jetzt, jede Scheibe wird in 3 Stücke gebrochen. Ja, jetzt schichten wir das mal. Ich mache erst eine Schicht von dieser Hackfleischsoße hier rein. Jetzt kommen die Lasagnescheiben da hinein.
Das waren jetzt 1 Pfund Gehacktes, eine Paprika, eine Zwiebel, eine halbe Packung Lasagne, ein Becher Sahne, etwas Salz und Pfeffer. Jetzt kommt dann noch Käse drüber. Ist ziemlich voll geworden. Der Deckel, der Unterdeckel. Wir lassen die Lasagne jetzt 5 Minuten auf volle Pulle laufen und dann 30 bis 40 Minuten auf kleiner Flamme. Und dann müsste sie fertig sein. Ne? Okay, gut. Freuen wir uns schon drauf. Ja. Oh, ich habe Hunger. Kannst du jetzt erstmal ein schönes Glas Wein trinken. Ja, das mache ich auch. Okay. So, Hermann, wie lange war die jetzt drin? 5 Minuten volle Pulle und 35 Minuten kleine Flamme. Ja, sieht super aus. Und jetzt probieren wir mal. Ja, hoffentlich ist es was geworden. Erste Mal Lasagne im Omnia. Guten Appetit. Guten Appetit. Heiß, ne? Ja. Die Zwiebel würde ich jetzt nächstes Mal ein bisschen kleiner schneiden, glaube ich. Ne? Ja, liebe Campingfreunde und Zuschauer, mit diesem leckeren Essen verabschieden wir uns hier aus dem Teutoburger Wald. Wir waren jetzt nur ein paar Tage hier und es hat sich voll gelohnt, ne? Hauptsache mal raus. Viel gewandert. Hauptsache raus, einfach mal losfahren und... Ein bisschen Glück gehabt mit dem Wetter. Ja, ging wohl. Also es hat nicht, unterwegs nicht geregnet. Ne, war super. Heute waren wir noch im Zoo in Osnabrück. Der ist sehr zu empfehlen. Der war wirklich toll, ne? Aber ich glaube, im Sommer ist da mehr los. Im Sommer ist alles schöner, Hermann. Ja. Auch Camping. Ja, Winter, natürlich. Natürlich mussten wir jetzt Tag und Nacht die Heizung durchlaufen lassen. Aber das ist auch kein Problem, ne? Zwischendurch mal gut lüften. Und ein ganz tolles Highlight bei uns war jetzt auch dieses tolle Schafsfell, ne? Wir haben uns, ist unser Weihnachtsgeschenk gewesen, tolle Schafsfelle gekauft für im Bett als Unterlage. Die sind so schön flauschig und warm. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Ja, bis zum nächsten Video. Mal sehen, wo es uns hinverschlägt, ne? Sehr lecker. Ja, super lecker. Also nachmachen. Wir haben jetzt wohl 500 Gramm Fleisch genommen. Man könnte auch 300 Gramm nehmen, glaube ich, ne? War ein bisschen voll, der Omnia. Ist aber nichts übergelaufen. Aber nächstes Mal würde ich 300 Gramm Hackfleisch nehmen. Ja. Ja. Doch, super. Gut, bis dann. Bis dann, ciao. Tschüss und abonnieren nicht vergessen. Wir würden uns auch über ein Like freuen. Ich vergesse das immer zu sagen. Und wir freuen uns über jeden Kommentar. Wirklich, ne? Macht richtig Spaß. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss.